Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr Zeit gefunden habt, den Abend mit uns zu verbringen, um über jede Menge Klassen zu reden. Ganz kurz zum Ablaufplan. Wir werden auf jeden Fall anfangen mit dem Demon Hunter. Das wird so unsere erste Klasse sein, über die wir heute sprechen werden. Schön, dass ihr da seid und vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an unseren Partner EMP, der das Ganze hier sponsort und uns die Möglichkeit gibt, solche tollen Sachen für euch auszurichten. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein und setzen uns mit der ersten Klasse auseinander, die heute Abend auf dem Plan steht. Der Demon Hunter, der Havoc Demon Hunter, der Verwüstungsdämonenjäger. Da sehen wir ihn, wie er schön am Trainings-Dummy da ordentlich eskaliert. Wir haben gerade schon ein bisschen Illusion Degree gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Also ein paar Abilities, die wir aus Shadowlands kennen, bleiben uns erhalten. Die Jagd haben wir da auch gerade gesehen. Also eine Klasse, die über viel Mobility verfügt. Und ja, Rotational, wie man eventuell sagen oder meinen möchte, eine der simpleren Klassen. So sagt Blizzard ja selber. Eine Klasse, die einfach einsteigerfreundlich sein kann, aber wohlgemerkt natürlich auch eine Fast-Paced-Klasse mit viel Haste. Das bedeutet, die Knöpfe wollen auch richtig gedrückt sein, die Entscheidungen wollen richtig getroffen werden. Und da werden wir natürlich jetzt gleich drüber reden mit unseren Experten für den Demon Hunter heute Abend. Und ich darf begrüßen, ja, an allererster Stelle einmal den lieben Herrn Ponky Ponky. Nee, ja. Moin Leute, ich bin's Ponky, raide in Northern Sky, bin Caster und Content Creator für Version und spiele leidenschaftlich seit Legion den Demon Hunter. Und ja, maine den eigentlich auch durchgehend und ja, macht da so ein bisschen Damage mit. Ein bisschen Damage mit. Den einen oder anderen hochrangigen Lock konnte man verzeichnen, sagst du? Ja, ab und an mal so ein bisschen, ne? Aber ja, natürlich nur mit Hilfe, ja. Alleine könnte ich das nie. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, unser zweiter Gast am heutigen Abend, Raider bei Version selbst, der gute Keith, der darf sich oder hat sich hier zu uns gesellt, um heute mit uns über den Dämonenjäger und im Anschluss auch beim Klicker-Talk so ein bisschen mitzumachen. Keith, wie geht's dir? Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin natürlich auch dabei. Und ich spiele für Aversion sämtliche Melee-Klassen, am liebsten eigentlich Warrior, aber eigentlich das, was gebraucht wird. Jawohl, also der Mann für den Job, wenn er gemacht werden muss, so ungefähr, aber gerne Warrior. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später zu, freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ich würde sagen, wir können prinzipiell direkt mal über das Erste sprechen. Ich würde sagen, die Frage geht mal Richtung Ponky, weil ich weiß, dass du natürlich ja auf der Beta wohnst im Moment, so wie ich das mitbekommen habe. So also ein bisschen, und, ja. Ganz genau. Das ist natürlich die erste Frage, so wie wir es immer machen, Highlights. Vielleicht Spells, die aus der Vergangenheit wieder zurückgekommen sind, Dinge, die bleiben, über die wir uns freuen dürfen oder vielleicht komplett neue Abilities, irgendwas. Was sind so deine Top 3 Highlights bei den Demon Hunter Changes für Dragonflight? Also mein neuestes Highlight ist auf jeden Fall, wie man auch schon sehen kann, das Spec-Highlight, Ragefire. Das ist eine sehr coole neue Ability, die auch momentan sehr stark ist und wahrscheinlich auch nochmal sehr stark geändert wird, so wie sie jetzt gerade fungiert, weil das kann gerade im Hinblick auf MDI und so sehr viel Krasses machen. Dann die Covenants sind natürlich alle skillbar. Da muss ich persönlich natürlich auch direkt meine Nummer 1 sagen mit The Hunt. Ja, ist natürlich im Class-Tree sogar drin, also nicht mal im Spec. Das ist natürlich meine Nummer 1. Ansonsten gibt es alles außer Sinful Brand, da freuen sich auch viele drüber. Der momentane auf Shadowlands gespielte, jetzt hier im Season 4, Spec ist ja leider Sinful Brand und macht die Klasse halt noch einfacher, als Leute denken, wie sie eh schon ist. Und da komme ich auch zu dem nächsten Punkt hin, dass im Hinblick auf Dragonflight der Spielspaß auch wieder ganz, ganz weiter vorne ist. Das heißt, Demon Hunter bekommt wieder mehr Knöpfe zu drücken, mehr Knöpfe, die auch Sinn machen. Wir haben immer noch die gleiche Utility. Beziehungsweise Survivability, wir haben mehr Utility sogar noch bekommen, dass zum Beispiel Sigils jetzt auch vorhanden sind als Demon Hunter, das ist super stark, gerade im Hinblick auch auf M+ und sowas, ähnlich auch wie das neue Talent Ragefire zum Beispiel. Also sieht sehr cool aus und ist vor allem sehr promising, weil momentan in Season 4 ist ja so, als Havoc Demon Hunter so versucht eine Gruppe zu finden, viel, viel Glück, das ist ähnlich wie bei Retri oder Feral. Und im Hinblick auf Dragonflight sieht das auf jeden Fall ja, deutlich, deutlich besser aus. Man ist viel sinnvoller unterwegs, man bekommt viele, wirklich viele alte, aber auch komplett neue, coole Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, du hast es schon angesprochen, Sigils natürlich eine Sache, die huge sind. Vor allem kennt man ja eigentlich nur vom Vengeance Demon Hunter, also von der Tank-Variante quasi. Und die Dinger sind, wie du gerade sagst, vor allem für M+ natürlich ein Big Gain, vor allem für die Gruppe auch einfach, um damit unfassbare Dinge möglich zu machen nebenbei. Keith, stimmst du mit Ponky überein oder hast du selber noch irgendwelche Highlights bei dem Spec, wo du sagst, okay, könnte interessant sein, könnte vielleicht dafür sorgen, dass ich mich mehr für den Spec interessiere? Oder sagst du, ja, solide Changes, aber bringt mich nicht vom Bori weg? Nee, ich sehe das alles genauso. Vor allem die Sigils, die dazukommen, sind super nice. Und das Beste ist das Gameplay. Also wer schon das Gameplay gesehen hat bei Ponky, der wird sich super freuen auf den Demon Hunter. Es ist nicht so mit dem
mit der Ventil-Ability, die man dann nur verlängert und der Brand macht die ganze Zeit Damage, sondern man hat wieder ordentlich Knöpfe zu drücken, ordentlich Mobility und es ist einfach geil. Ja, auf jeden Fall. Das freut uns zu hören. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir irgendeine Ability, die irgendwie wiedergekommen ist aus Legion oder so? Gibt es irgendwas aus der Vergangenheit, was wiedergekommen ist? In verschiedenen Versionen ja. Also zum Beispiel in Legion gab es ja, ich hatte auf meine Wishlist quasi für Dragonflight, hatte ich Bloodlet draufgeschrieben. Das war ja das quasi, wenn man die Glaive wirft, hat das ein Bleed hinterlassen. Was eigentlich ein super cooler Playstyle war, weil du damit allein schon einen Knopf mehr drücken konntest, der auch relevant war und Damage gemacht hat. Das gibt es als Talent in einer Form und Weise. Dann gibt es auch von sämtlichen älteren und Legion Legendaries kleine Abilities, gerade im Spectre. Zum Beispiel Inner Demon heißt auch eins davon. Das war, dass man quasi, wenn man in der Meta ist oder nach einem I-Beam in die Demonic Meta reingeht, dass man dann für den nächsten Chaos Strike so ein Inner Demon kommt, der aus einem rauskommt. Das ist auch so ein Visual-Effekt, wo dann so ein Demon kommt und so quasi explodiert und auch ihr Damage macht. Und noch mehrere andere Kleinigkeiten, wo quasi Legendaries aus Shadowlands oder auch aus Legion oder auch Set-Bonis quasi mit übernommen wurden. Zum Beispiel gibt es auch einen Keystone im Spectre, Shattered Destiny heißt der. Der macht quasi, dass man die Meta, also die Meta von Demonic, die kurze oder auch die lange Meta, halt extenden kann, indem man halt genug Fury ausgibt. Und das ist ja quasi auch wie der Set-Bonus oder wie ein älteres Legendary. Und sonst haben sie sehr viel übernommen oder halt auch sehr viel wieder mit reingebracht. Das klingt doch auf jeden Fall Overwatch schon mal sehr gut. Dann würde ich behaupten, nutzen wir einfach die Gunst der Gelegenheit und fliegen einfach mal direkt in den ersten Demon Hunter Talent Tree hier rein. Ich glaube, das war der, den du gemacht hattest, Ponky. Quasi Standard Single Target Raid Build, so von Utility her. Ich würde sagen, wir fliegen die Talente einfach alle mal durch, soweit, wenn du irgendwo noch zusätzlich was siehst oder so, was ich übersehe oder nicht weiß, oder Kief, auch wenn du eine Meinung oder irgendwas kundgeben willst, dann schreib einfach rein. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen hier einfach overall mal durch. Ich hoffe, du erklärst, Ponky. Okay, also der Class Tree fängt als Havoc an, direkt mit Venture Retreat. Muss man nicht viel sagen, kennt man, wird automatisch geskillt, ist super, dass es halt immer noch da ist. Und es hatte damals einen eingebauten Slow, den müsste man jetzt mitskillen. Also so wie viele Abilities muss man manche Sachen jetzt einfach wieder mitskillen. Genauso ist es auch bei zum Beispiel Hotfeed, das nächste Talent, ist einfach, dass man einen zweiten Fairrush Charge hat. Das sind alles Dinge, die muss man eher in der Perspektive sehen, dass man, wenn man levelt, man quasi mehr Power bekommt, wenn man diese Klasse levelt. Aber im Endeffekt ist da jetzt nichts Neues, sondern wir haben einfach nur Sachen wiederbekommen, indem wir halt das skillen müssen. Aber dann wiederum kommen wir zu einem der neuen Sachen, was wir eben schon gesagt hatten. Wir haben jetzt auch Sigils als Havoc Demon Hunter. Das war ja vorher nur für den Tank only. Und da haben wir jetzt Sigil of Flame. Das ist super interessant, weil die Ability ist so getuned, dass sie quasi gar keinen Damage macht. Aber sie generiert uns Fury. Und das kann, gerade auch wenn man hinter im Talent Tree dann drauf eingehen würde, das kann schon sehr ein cooler Fury Gain sein in manchen Situationen. Weil es gibt zum Beispiel auch immer noch den Demon Blades Build. Das ist quasi ein Build, wo man nicht mehr einen Gainer hat, sondern die Autotex die Gainer sind. Und da hatte man dann oft so Lücken, wo man nichts drücken konnte. Und jetzt hat man quasi einen Knopf mehr, der dann quasi direkt die Ressource wiedergibt. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, weil den Bild kenne ich tatsächlich auch und fand ich auch unangenehm und clunky manchmal. Klingt nach einer guten Sache auf jeden Fall. Hier haben wir den Range Kick. Nein, das ist der Fury Generator für den Kick. Genau. Ja, den. Okay. Man müsste jetzt theoretisch 2 Punkte dafür opfern, dass der Kick genauso powerful ist, wie er jetzt gerade ist. Wird man aber selten machen, weil selbst in M-Plus oder in Kick-Szenarien ist es immer cool, dass man quasi off-global mehr Resource bekommt. Aber momentan, wie der Havoc aussieht, wird man null Resource-Probleme haben. Deswegen skillt man das meistens nie. Dann kommen wir zu was sehr Coolen, zu der Choice-Note. Das ist einmal Fellblade. Das konnte man ja auch vorher, das war vorher ein Talent, was man auch skillen konnte. Oder Aura of Pain. Aura of Pain, muss man nicht viel zu sagen, einfach 6% Crit-Chance auf Immolation Aura. Welches von den beiden Talenten gespielt wird, ist einmal quasi Personal Choice oder was besser simmt. Ja, am Ende wird man sehen, für den Bild ist Aura of Pain vielleicht besser, für den anderen Bild ist Fellblade besser. Aber ich kann aus Gameplay-Perspektive sagen, gerade bei den Specs, die momentan scheinen und vom Game-Fun-Faktor her, ist Fellblade da auf jeden Fall fast immer der Pick in jedem Szenario. Rush of Chaos ist quasi, dass wir da auch wiederum normale Talente, wie wir sie jetzt aus Shadowlands kennen, wieder neu skillen müssen. Und zwar normalerweise war die Meta ja 4 Minuten. Das haben sie jetzt aber geändert. Und damit, beziehungsweise sie war 5 Minuten und damit ging sie dann auf 4 Minuten. Und jetzt ist es so, dass die damit halt auf 3 Minuten kommt. Das heißt, die ist Baseline 4 Minuten und man hat dadurch eine 3 Minuten Meta, indem man das einfach skillt. Ist auf jeden Fall einer der Buttons quasi links, Talente, die man nehmen kann, die super viel Damage bringen, weil ja, man kennt es. Es fühlt sich immer schlecht an, dass jetzt gerade in Shadowlands Meta einen 4 Minuten Cooldown ist.
Durch Set-Bonis wird es natürlich verringert, aber trotzdem, Meta ist nicht so powerful, dass es in 4 Minuten Cooldown sein sollte. Jetzt ist es standardmäßig, wenn man das geskillt hat, eine 3 Minuten Meta. Und das fühlt sich schon ein bisschen besser an. Und später kann man auch noch durch eine Choice Note das auf 2 Minuten ändern. Dann haben wir Soul Rending, war auch vorher ein Talent. Musste man, hat man meistens nicht mitgeskillt, weil es auch in der gleichen Talentreihe war, wie sowas wie, zum Beispiel, ich glaube, was, Netherwalk oder irgendwas anderes? Netherwalk war da mit drin. Ja, genau. Und das ist jetzt einfach quasi einer der Punkte, die man auf jeden Fall immer mitnimmt. Macht einfach meistens Sinn, einfach passiv Leech die ganze Zeit haben. Dann haben wir eine Choice Note wieder. Das ist, glaube ich, mit das Interessanteste an der ganzen linken Seite. Und zwar ist es Demonic oder Demonic Origins. Demonic Origins war vorher ein PvP ohne Talent und hat die Meta auf 2 Minuten gesetzt. Mit einer Downside, dass die Duration kleiner war. Das hatten sie jetzt geändert. Und zwar Demonic Origins macht es jetzt, dass man auch 60 Sekunden weniger CD hat. Das heißt, man kommt wieder auf eine 2 Minuten Meta und kriegt sogar noch Versa während der Duration. Das könnte in manchen Builds oder auch gerade auf M Plus gesehen sehr interessant sein. Problem ist nur, oder es wird gebalanced dadurch, dass Demonic das andere ist. Und ja, die Leute, die Demonic gespielt haben oder jetzt spielen möchten, Demonic ist super stark. Gerade was auch man dann rechts sieht, was man für Builds mitnehmen kann. Aber trotzdem ist es eine Choice Note, wo man auch theoretisch je nach Fight variieren könnte oder je nach Build da quasi Diversity bekommt. Und dann kommen wir wieder dahin, dass wir Sigils jetzt auch benutzen können. Das war vorher ja nur der Vengeance Demonic, der durch das Sigil of Silence einen AOE Silence bekommen hat. Das hat jetzt auch Havoc. Und das ist unser Nummer 1 Game, gerade im Hinblick auf Dungeons oder auch bei Fights, wo man das utilizen kann, wo mehrere Mobs spawnen und Caster dabei sind. Ultra stark, gerade auch mit dem Follow-up darunter, dass wir einfach einen 6 bzw. geskillt in 8 Sekunden AOE Silence haben und das alle 1,5 Baseline bzw. später, wenn man Quicken Sigils mitskillen würde, 1,2 Minuten hat. Und das ist, also alle Leute, die M Plus gespielt haben, wissen, wie krass das ist, dass das jetzt auch einen Havoc haben kann. Und auch auf Raid gesehen macht das halt Sinn, einfach mitzunehmen bei Encountern, wo man es braucht. Und selbst bei Encountern, wo man es nicht braucht, ist darunter halt quasi Damage versteckt und deswegen ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Also es klingt sehr, sehr insane, gerade Sigil of Silence in M Plus halt unfassbar krass einfach. Dann haben wir Darkness. Darkness ist 5 Minuten Baseline und man kann drunter in der Choice Note aussuchen, ob man wieder die ganz normale 3 Minuten Darkness haben möchte oder ob Darkness 3 Sekunden länger hält. Das 3 Sekunden länger halten kennt man auch aus PvP. Also es gibt auch viele PvP-Talente aus Shadowlands, die sie quasi mit in die Trees eingebaut haben. Kann je nach Fight interessant sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel Raid Cooldowns so einteilt, dass man alle 5 Minuten die Darkness nur braucht, wunderbar, wir haben einen Punkt mehr, Bockchamp. Und wenn man aber zum Beispiel wieder die 3 Minuten Darkness perfekt braucht, kann man es auch einfach mitskillen. Wenn man aber jetzt eine längere Darkness bräuchte, die dann einfach mal über 11 Sekunden hält, das wäre für Jailer eventuell interessant gewesen, für die erste Phase, wo man jetzt mittlerweile einen 6er Stack an Beams nimmt und so weiter. Da musste man gucken, dass man nicht zu früh die Darkness legt. Man hätte sie früher legen wollen, weil man mehr Damage mitigieren kann, aber dann hält sie nicht lang genug. Und so könnte man das halt quasi ausmerzen. Aber an sich ist das nicht so powerful. Long Night mit den 3 Sekunden länger ist sehr, sehr Nische. Sehr, 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 sehr Nische, ob das besser sein könnte. Wenn man den Punkt übrig hätte, würde man immer Pitch Black nehmen, Baseline, dass es weniger Cooldown hat. Darkness ist ein sehr, sehr, sehr starker CD. Also da kann man sehr viel mitmachen, gerade wenn man das halt zusammen mit SLT oder sowas benutzt, ist super gut. Natürlich schade, dass es nicht Baseline ist, aber dann wiederum, wenn man dran denkt, dass es auch noch Vengeance gibt, sehr cool. Also Misery, auch zum Beispiel eins von den Sigils weiter und drunter gibt es auch eine interessante Choice Note. Und zwar gibt es da Misery in Defeat. Das macht, dass man, wenn man etwas CC't hat, also für die Leute, die es nicht wissen, Sigil of Misery ist das lilane Tank-DH-Sigil, was quasi Leute CC't einfach. Ne? Wird gebreakt, wenn man es damaged. Aber wenn man dieses Sigil auf Mobs aufgemacht hat, dann kriegt der Demon Hunter 20% Damage Increase für 5 Sekunden auf den. Das habe ich hier jetzt nur nicht mitgeskillt, weil das nicht auf Bossen funktioniert, sondern nur auf Mobs, Trash-Mobs. Und man einfach die Punkte in dem Teil nicht mehr dafür hat. Ich würde es gerne mitnehmen. Man kann aussuchen, wenn man Darkness gar nicht bräuchte, kann man den normalen CC mitnehmen. Aber die Choice Note drunter ist eher was für M Plus dann später. Das ist super stark für M Plus. Kann man da mitnehmen. Aber für einen Raid schwierig. Es gehen einem die Punkte aus. Dann das Talent, Erratic Fellheart, ist auch neu. Das war quasi ein Legendary jetzt in Shadowlands. Reduziert einfach den Cooldown von Fellrush. Ist ein Damage-Gain, ist super gut, spielt sich nice, weil für die Leute, die Havoc schon gespielt haben, man kann nicht genug rumrushen und springen und schnell sein, ist cool. Dann die coolste, wahrscheinlich das Beste, was Shadowlands dem DH gebracht hat, The Hunt, war damals eine Covenant-Ability, jetzt kann das
Baseline aber mitgeskillt werden. Darunter auch eine Choice Note, was einfach den Damage erhöht. Oder man quasi Cooldown zurückbekommt. Also die Choice Note darunter ist jetzt nicht so cool. Aber Hand zu bekommen, Baseline, ist ein starker und ein sehr cooler CD. Also der Healing-Aspekt ist sehr gut. Der Burst-Aspekt ist super gut. Der Overall-Damage ist auch super stark vom Dot, gerade auch was M+ angeht. Und vor allem, was wir dann hinterher auch mitbekommen, ist das neue Momentum, wo man, wenn man Fail-Rushed, auch Damage-Increase und so bekommt, wird jetzt auch mit The Hand getriggert. Das heißt, sogar The Hand triggert Momentum. Also super cooler Visual-Spell, fühlt sich cool an und ist sogar noch stark. Also super nice einfach. Dann die Extended Sigils, da hatte ich ja eben drüber geredet, dass quasi die Sigils-Effekte, zum Beispiel, wenn Misery 20 Sekunden zählt, werden da einfach 2 Sekunden on top geaddet. Sigil of Flame macht einfach mehr Damage dadurch ein bisschen. Aber das Interessanteste und ultra starke dadurch ist, dass der Silence-Effekt um 2 Sekunden erhöht wird. Das heißt, man hat einfach einen 8 Sekunden Silence. Das ist wirklich sehr krass. Das ist ultra stark. Wenn du überlegst, dass für alle, die jetzt M+ interessiert sind, und du gehst davon aus, du gehst in High-Key rein und du hast da eingeteilt CDs und du gehst davon aus, dass du das Pack ungefähr in 30, 35 Sekunden weghauen musst, ansonsten wird dein Tank eh sterben, wenn du die 8 Sekunden davon silencen kannst, aber du kannst ja sonst was pullen. Das ist sehr, sehr krass. Das ist halt quasi ein Solar Beam in breiter, in öfters geuse und in längerer Silence Duration. Und das ist ultra. Vor allem, man muss ja auch theoretisch dazu rechnen, das ist immer so das Ding, du legst das Ding und die Casts fangen schon an und die interruptest du basically kurz vorm Ende nochmal im Idealfall, wenn du das perfekte Timing hast, dann kommst du halt gefühlt auf 10 Sekunden keine Casts von den Mobs und das ist halt wirklich sehr, sehr krass. Ja. Dann jetzt auch im neuesten Bild kam hinzu, dass wir das Haupt-Legendary, wo ich immer schon der größte Fan von war, Collective Anguish. Wenn man I-Beamt, kommt einfach der Vengeance-I-Beam-Pardon mit hinzu. Und als Vengeance andersrum kommt der Havoc hinzu mit einem I-Beam. Macht Damage, macht ganz gut Damage overall. Single-Target, wie auch in M+, vor allem. Healt auch noch ein bisschen. Und ist einfach ein No-Brainer, das mitskillen zu wollen, weil es Damage gibt. Dann hatte ich ja kurz schon angeschnitten gerade, ist einfach eine Choice-Note, was The Hand verstärkt. Das eine ist super, super, super Nische wieder, das Fae Empowered Elixier. Das ist, ja, also Targets, die den Dot von The Hand drauf haben, für die Leute, die The Hand vielleicht nicht kennen, das ist quasi ein Initial Damage und dann auf 5 Targets noch einen Dot. Und wenn Monster mit diesem Dot sterben, kriegt man einen Cooldown Reduce. Aber das ist super Nische. Man möchte ja den Dot durchticken lassen. Wenn das Target zu schnell stirbt, dann kriegt man halt Cooldown wieder, was ganz cool gedacht ist, aber in Reality wird man es nie mitnehmen, weil man eh zu anderen Zeitpunkten Hand drückt, außer dann. Das ist eher so ein Ding fürs Leveln sehr cool. Aber dann wiederum ist es so weit unten, ich weiß gar nicht, mit was für einem Level man das mitnehmen könnte. Also das ist ultra, ultra, ultra Niche oder fürs Leveln cool. Das ist ein bisschen schlechter als das, was man aus Torghast kennt. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch was anderes hinzukommt oder es verändert wird, dass es sich ein bisschen cooler anfühlt. Aber man wird da immer Unnatural Malice mitnehmen. Das war vorher ein Conduit, was einfach den Dot erhöht um 30%. Mehr Damage ist mehr Damage, ja. Wer möchte das nicht an? So funktioniert's. Genau. Dann haben wir Quicken Sigils. Das war vorher auch ein Talent von Vengeance Only. Ist auch wieder um alle Sigils herumgebaut. Die funktionieren dann eine Sekunde schneller, was sich super gut anfühlt. Weil sonst brauchen echt Sigils manchmal ein bisschen zu lange, bis die funktionieren. Und 20% Cooldown Reduce. Und gerade für die Leute, die zum Beispiel Kirin Tank schon mal gespielt haben, wissen, was gleich noch auf uns zukommt, warum das Talent noch viel wichtiger und besser ist. Gerade auch für Havoc. Elysian Decree, sage ich nur. Und es ist auch ein No-Brainer. Also, wenn man unten sich die Sachen anguckt, die jetzt grau sind, das sind alles nur Defense-Sachen, bis auf die 2 Punkte von Misery, aber die haben wir einfach nicht. Die können wir nicht ausgeben, leider. Aber ansonsten haben wir unten alles mitgenommen, was Damage gibt oder was halt ein Raid-CD ist. Plus, man hat theoretisch einen Punkt generell auf der linken Seite. Im Class-Tree hat man im oberen Bereich 1, 2, 3 Punkte, die man quasi ändern könnte, je nachdem, was der Encounter braucht oder was man haben möchte oder M+. Und unten sehr wenig. Ich hatte mir gewünscht, dass man unten auch mehr variieren könnte. Das war vorher der Fall. Aber jetzt ist man in der letzten Reihe sehr locked, was man mitnimmt. Also die einzige Option ist quasi, wenn man Misery mit im Plus zum Beispiel mit Misery of Defeat mitnehmen möchte, dann muss man das ganze Sigil-Ding droppen. Und das finde ich gerade im Hinblick auf Silence einfach viel zu stark. Da muss man leider auf die alle 2 Minuten oder weniger als 2 Minuten, alle 1,6 Minuten sind das, glaube ich, 20% Damage M für 5 Sekunden verzichten.
Ja, muss man mal gucken, wie es im Detail wird. Also ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass wenn andere Klassen genug Utility mitbringen, dass du sagst, okay, das reicht einfach. Wobei, also gerade Quicken, Sigils und das Extenden von dem Ding ist wirklich schon sehr, sehr krass, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist es sogar schon zu stark, wobei das natürlich fragwürdig ist. Der Damage Increase sieht auch nicht bad aus, vor allem irgendwie mit der Hand kombinieren oder so. Geht der Damage Amp auf die gesamte Duration von der Hand drauf, wenn das Ding einmal applied ist oder so? Knallt dann Misery hin und Hand ist da rein? Das könnte sich ausgehen, ja. Aber da gibt's da gibt's noch viel bessere Knöpfe zum Jugend. Das ist also, so. Das on top. An der Stelle natürlich frage ich den lieben Kiefer einfach mal. Was hast du allgemein für ein Gefühl, wenn du die ganzen Sachen siehst? Was denkst du selber sowohl über Raid Demon Hunter als auch vor allem M Plus und die ganzen Damage an? Glaubst du, das ist ein gelungener Talent Tree? Sagst du, sieht vernünftig aus und gefällt mir besser als das, was in der Vergangenheit war? Oder würdest du sagen, ich hätte mir noch das und das gewünscht? Also der Talent-Tree ist unfassbar gelungen. Der ist irgendwie ein bisschen kontra zu dem Gameplay. Das Gameplay ist komplizierter geworden und der Talent-Tree doch sehr, sehr simpel eigentlich geblieben. Man hat eigentlich alle Sachen behalten, die man so schon so hatte. Ein paar nice Dinger dazu bekommen. Und vor allem das Sigil ist natürlich nice, ne? Also mehr im M-Plus als im Raid-Bereich. Aber im Raid, wenn man sowas braucht, wo man Mobs silenzen kann, ist es natürlich super nice. Ja, also ich habe auch das Gefühl, also nachdem ich ja jetzt, sag ich mal, einige Talent-Trees gesehen habe, runden wir das Ganze einfach mal ab. Final Talent-Tree sieht auf jeden Fall sehr gelungen aus, unfassbar viel Utility für einen Raid, vielleicht ausbaufähig, Nische-Dinge und eventuell situationsbedingt, hängt natürlich von den Boss-Encountern ab, ob man gerade solche Sachen wie eben die Sigils gebrauchen kann. Wenn man sie allerdings gebrauchen kann, sind das die stärksten Abilities, die ein DD haben kann für Crowd-Control im Raid. Man startet direkt mit I-Beam. I-Beam, muss man jetzt sagen, war vorher 30 Sekunden, haben sie genervt auf 40 Sekunden. Generell haben sie ein paar Kleinigkeiten immer wieder geändert. Aber, was man zu I-Beam auch noch sagen muss, ab 5 Targets oder über 5 Targets macht es jetzt nur diesen Reduced Damage. Vorher war es so, I-Beam macht vollen Damage auf einem Target und alle anderen Targets kriegen schon Reduced Damage. Mhm. Aber dann halt ist es auf allen Targets gleich Reduced. Und jetzt ist es ganz normal wie viele andere Skills. Man macht auf 5 Targets den gleichen Damage. Das heißt, bei 5 Targets ein riesen Damage Increase, was der Damage Output an sich ist. Das heißt auch gerade im Hinblick auf M+, wo man jetzt nicht 20 Mobs gleichzeitig pullt oder so, das ist einfach nur ein riesen, immenser Damage-Increase von I-Beam. Und dann macht es halt über 5 Targets einfach nur reduzierten Schaden, wie man es auch kennt. Einfach einen Soft-AOE-Cap. Das heißt, Damage-Output von I-Beam haben sie super krass erhöht, gerade was AOE und Cleave angeht. Single-Target bisschen genervt, weil 10 Sekunden länger ein Cooldown. Aber allgemein ist das ein Balance-Move gewesen, der sich trotzdem noch gut spielt, der sinnvoll ist und trotzdem noch Bock macht zu drücken. Ja, wenn niemand anders spielt, I-Beam ist das Coolste überhaupt. Genau, dann haben wir wieder eine Choice-Note. Das ist genauso wie die Talentreihe, die es jetzt gerade gibt. Man kann Insatiable Hunger mitnehmen. Da ist nur wichtig zu sagen, haben sich auch krass verstärkt. Das ist jetzt 50% more Damage. Vorher waren es nur 25 oder so. Aber es kommt trotzdem nicht gegen den gebufften Demon Blade an. Für die Leute, die vorher schon mal Demon Hunter gespielt haben, Demon Blade war ja vorher so, dass der Gainer, was ja Demon's Bite normalerweise ist, wodurch man Ressourcen bekommt, fällt weg. Dafür machen Autotext jetzt quasi einen ähnlichen Effekt. Und vorher war es so, man hatte nur eine Chance, dass dieser Damage kommt und Fury generiert. Jetzt ist es auf jeden Autotext. Und das ist einfach gameplaymäßig Nummer 1. Und auch was Damage angeht, ist zwar eine Choice-Note, aber meine Choice ist da eigentlich immer auf Demon Blades in fast allen Situationen, weil es sich gerade mit Fellblade links im Glass Street zusammen einfach super spielt und Leute, die Momentum gespielt haben, wissen, zu Momentum gehört immer Fellblade und Demon Blades. Das ist einfach wie das, so klar wie das Amen in der Kirche. Das ist einfach. Mhm. Jetzt kommen wir zu etwas Neuem, zu was Neuem Alten. Die Leute, die Corain, Nightfey, Covenant schon mal gespielt haben, kennen das. M Plus sehr stark. Quasi bekommen wir das. 15% Crit Chance, nachdem wir ein neues Target attacken. War ganz cool, Corain in M Plus, super stark. Aber jetzt kommen wir zu dem unteren Teil, warum es auch im Single-Target und generell komplett insane ist. Und zwar, wenn wir Venture Retreat usen, jedes Mal, das ist nicht einmal, das ist jedes Mal, haben wir dann diesen Effekt wieder. Das heißt, alle 25 bzw. 20 Sekunden, wenn man da etwas mitskillt, haben wir für 5 Sekunden 15% Crit-Chance. Und wir haben gelernt, Crit ist sehr gut. Ja, das ist generell in jedem Spec ist die linke Reihe, die man da sehen kann, ist momentan, so wie es jetzt ist, immer nimmt man die. Egal ob Single Target, AOE, Cleave, whatever. Die nimmst du immer mit. I-Beam war normalerweise so, dass es immer crittet. Das muss man jetzt mitskillen. Und da ist mein Hauptproblem an dem Class-Tree oder Spec-Tree, was ich hoffe, was geändert wird. Entweder soll Chaotic Transformation weggemacht werden. Das haben sie jetzt irgendwann eingedacht, dass es cool ist, wenn man Meta drückt, dass man danach Blade Dance und I-Beam kann. Ist interessant, ist aber vom Gameplay her sehr komisch.
sehr komisch, macht oft keinen Spaß. Es gibt Builds, wo es interessant sein könnte, gerade wenn wir, wo ich eben drüber gesprochen habe, im Class Tree über Demonic und Demonic Origins, wo wir 2-Minuten-Meta haben, kriegt das natürlich mehr Value. Aber das ist so ein Ding, mach es weg oder tausche es mit dem darunter. Weil eigentlich will man einen Lux-Can-Kill haben, dass der Ibeam 100%ig crittet. Aber ein Two-Pointer ist es meistens in fast allen Situationen nicht worth, was man sehen kann. Weil allgemein gesprochen der Class-Tree vom Havoc, wie man schon sehen konnte, jeder Punkt hat unendlich Damage-Value. Das heißt, man muss quasi, man pickt nicht so, ja, das muss ich picken, um da hinzukommen, sondern man sucht sich wirklich aktiv aus, was gibt mir mehr? Alles gibt Damage, alles ist geil. Was spielt sich besser, was gibt mir mehr? Und das ist ein Punkt, der blockt etwas sehr Cooles und macht echt keinen Spaß und ist nicht gut. Also das ist mein Hauptfeedback quasi an dem Tree, wo ich mir wünschen würde, dass das verändert wird. Dann haben wir Growing Inferno. Das ist das, was ich eben meinte, mit jede Sekunde längere Immolation Aura ist Gold wert. Gerade auch im Hinblick auf die Follow-Ups davon. Rampt einfach mit jedem Tick stärker. Ja, super gut. Super viel Damage. Dann haben wir Tactical Retreat. Das meinte ich ja eben mit in Initiative, mit dem Corain-Ding. 5 Sekunden weniger Cooldown plus noch Fury Rack, das kennt man damals aus dem Momentum-Aspekt, das war damit drin. Ist jetzt geändert und ein einzelnes Talent, aber geht einfach Hand in Hand. Also mit allem zusammen ist ein sehr, sehr geiler Damage Increase. Dann haben wir jetzt eine interessantere Version von einem Legendary aus Shadowlands, Burning Wound. Das erhöht den Damage von Emulation auch um 45% nur noch, das haben sie genervt. Und wird durch nicht mehr nur noch die Auto-Attacks, wenn man Demon Blades geskillt hat oder Demon Spite drückt, applied, sondern auch durch die Kleve. Aber hat dafür eine Cap, auf dem dieser Dot sein kann, mit Damage Increase, mit dem Dot-Tick an sich, auf 3 Targets. Im Single-Target ist es unglaublich stark. Das macht irgendwie, der Dot macht alleine irgendwie 2-3% des Overall-Damages, plus noch der Damage-Amp für Emulation Aura. Ist einfach ein Ein-Pointer, der so viel Power gibt. Super stark und wie gesagt, nur noch im AOE auf 3 zu applyen, aber ist durch Kleve eine coole Änderung, dass man vorher, man kennt es als Demon Hunter, man hat sich dran gewöhnt und man kam drauf klar, man musste immer durchtappen, die ganze Zeit durchtappen, überall den Dot drauf machen. Jetzt wird man einmal eine Kleve, Maximum Targets von 3 haben, 2, was in Class 3 mitgeskillt haben, fertig. Mhm. Dann darunter kommt mein Favorite Skill, der auch schon genervt wurde, aber mechanically nochmal genervt wird. Also unabhängig von den Bugs, unabhängig von Scaling, ist es ein sehr cooles Talent. Und zwar haben sie das jetzt geändert. Das war vorher so, du hattest 100 Monster und jedes Mal, wenn Emulation Aura getickt hat, konnte es critten auf 100 Monstern, weil Emulation Aura ist uncapped. Und das war vorher so, dass jeder Crit von diesem einen Tick eingespeichert wurde in dieses Rage Fire, was am Ende dann unleashed wird und auch uncapped AOE, das ist wichtig, Damage gemacht hat. Jetzt haben sie es schon zum Glück mechanically genervt, dass von 100 Monstern ein Tick pro Sekunde von Emulation Aura crittet, kann nur noch 3 Crits einspeichern. Das heißt, bei 3 Targets keine Veränderung zu vorher, aber bei unendlich Targets natürlich jetzt einen Cap von dem Funnel, nenne ich das. Also, dass quasi der Damage, der eingespeichert wird, ist jetzt ein Cap. Mhm. Aber was das Problem ist, ist die Explosion. Die Explosion ist immer noch uncapped AOE. Das heißt, auch wenn du nur noch auf 3 Targets, was eh Hand in Hand geht mit Burning Wound, wo man auch nur 3 Targets sehr viel Damage drauf machen kann, diese Crits einspeichert, macht das trotzdem noch viel zu viel Damage. Unabhängig von Bugs, unabhängig von Scaling, ist die Ability einfach, hat das größte Potential, abusable zu werden, weil man damit gerade in MDIs und so, man funnelt das rein und man kann halt Emulation auch canceln zum Beispiel, das heißt, man kann auch steuern, wann dieser Nuke kommt, ja? Weil sobald Emulation auch abkommt, kommt der Nuke. Mhm. Und das kann halt gerade, wenn man einen riesen Puls macht und es auch nur auf 3 Targets drauf geht, uncapped AOE wissen alle Leute, die WoW spielen oder auch M+ spielen oder auch AOE machen, ist immer sehr gefährlich. Ja? Also selbst wenn ich da jetzt nur nach allen Nerfs oder so 30.000 oder 40.000 Damage einspeicher, sind das 30.000, 40.000, die nicht reduziert werden auf unendlich Targets. Das heißt, das könnte sehr interessant werden. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr interessanten Sache, vor allem für Plus. Ja, dann kommen wir zu Momentum. Momentum kennt man, ist eine sehr, wie ich persönlich finde, langweilige Version von Momentum. Ist eigentlich Play and Forget. Also man Fellrush, man Huntet, man Venture Retreat, kriegt einen Damage Increase, nur noch 5 Sekunden und nur noch 10%. Macht Spaß, man ist dadurch ein bisschen dynamischer am Rumflitzen, aber ist nicht mehr so powerful, wie es mal war und braucht auch keinen Skill, weil man kann es aufeinander stacken. Wenn du jetzt zweimal Fellrush hast, hast du 10 Sekunden. Ist für viele Leute viel besser. Für mich persönlich, der sich quasi immer von der Masse abheben möchte und man was minmaxen kann oder was mit Gameplay ausmachen kann. Langweilig, aber trotzdem gut. Nimmt man mit, ist ein One-Pointer, 10%, ist super. Dann kommen wir zu was etwas Interessanterem. Das ist quasi das und das links daneben sind zwei Dinger,
die von der Philosophie her sehr interessant sind. Links, Restless Hunter, ist quasi, man will oft aus der Demonic Form rauskommen, aus der Meta-Form. Weil dann kriegt man ein Gain, Fair Rush und Increased Blade Dance Damage. Und rechts daneben ist, man will oft reinkommen. Durch Inner Demon, wenn man reinkommt, hinterlässt man diesen Inner Demon, der kommt, sieht cool aus, macht AOE Damage, bam. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es intended ist, aber so wie man es liest, ist es Demon Form. Demon Form ist aber nicht nur der Meta-CD, sondern auch Demonic. Nach dem I-Beam. Aber das funktioniert noch nicht. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder nicht, aber das funktioniert momentan so, dass man 8 Sekunden lang einen Buff hat, Inner Demon, nachdem man Meta drückt, und dann kommen die ganzen Inner Demons mit jedem Chaos Strike. Spielt sich awkward, ist nicht so stark, kann sehr cool sein in AOE-Szenarien, aber wir müssen es mitnehmen, um nach unten zu kommen. Aber wiederum, das ist sehr interessant, Inner Demon, im Hinblick auch auf Links, dass wenn wir mal nicht Demonic spielen und wir mit der 2-Minuten-Meta spielen, ist das natürlich dann wiederum in der Version more powerful. Ich würde mir aber wünschen, dass Demon-Form auch wirklich Demon-Form ist, dass es nicht nur Meta ist, sondern auch nach Demonic. Dann ist es ein sehr cooler Playstyle. Dann haben wir eine sehr coole Veränderung von einem Talent, was momentan, gerade was Sinfoband angeht, Achtung, keine Sorge, wir haben wieder sehr viele I-Beams, aber kein Sinfoband, wir sind sicher. Haben sie cool geändert, vorher war es so, dass nur die Refunds von Chaos Strike, wo wir eben kurz drüber geredet haben, die jetzt von Crit Chunks quasi gescaled werden können, dass wenn diese Refunds passiert sind, kriegen wir weniger CD auf I-Beam. Das waren mehr als die eine Sekunde, aber dafür auch sehr RNG-mäßig. Jetzt ist es sehr consistent und auch nicht nur Chaos Strike. Jedes Mal Chaos Strike drücken, eine Sekunde weniger. Aber auch Blade Dance, aber auch Glaive Dance. Das heißt, Rotational Knöpfe verringern durch dieses Talent einfach den Cooldown von I-Beam, was sich sehr nice spielt. Also es ist wirklich super consistent. Wenn man das genommen hat, 40 Sekunden Baseline, man kommt auf so einen 26 bis 23 Sekunden I-Beam in der ganz normalen Rotation. Was halt sehr cool ist. Dann haben wir ein altes, neues Talent, also das ist ein auch momentanes Essence Break. Das hatte man nur in 2 Builds in der Vergangenheit gespielt. Das war einmal in BFA, als es den Mastery One-Shot-Build gab. Da hat das halt sehr viel Damage gemacht, plus einen Damage Amp hat es mit drauf. Und in Sanctum of Domination in der Momentum-Version, wo ich sehr cool fand und mir auch gewünscht hatte, dass es irgendwie wieder relevant wird, hat man es auch genommen. Ist einfach ein Slash, der AOE sehr viel Damage macht, wirklich sehr, sehr viel Damage. 252% auf Attack Power ist sehr viel Damage, Chaos Damage. 40 Sekunden Cooldown nur, das heißt, es ist an sich schon ein frequent hoher Burst. Aber jetzt kommt das Coole, man kriegt noch auf allen Targets, wo es drauf trifft, einen Damage Amp von Chaos Strike und von Blade Dance. Und natürlich auch von den Meta-Versionen davon. Und das macht Gameplay-mäßig und auch Burst-mäßig sehr viel aus. Und deswegen glaube ich auch, dass man gerade diese linke Seite da in jedem Bild mitnehmen wird. Weil es einfach so viel Value für so wenig Punkte hat. Es geht alles Hand in Hand, das spielt sich alles super nice, macht AOE und Single Target super den Sinn und ist einfach sehr powerful in der Version. Wurde auch schon genervt in diesem Build. Der Damage davon kann aber sogar noch ein bisschen genervt werden. Es macht immer noch ein bisschen zu viel Baseline Damage plus noch den Amp on top davon. Dann haben wir Shattered Destiny. Ist auch eine coole Ability, was Meta-Uptime halt einfach nur increased. Und zwar immer, wenn man Fury spendet, einen gewissen Anteil, ist man in der Meta einfach eine längere Zeit. Das zählt auch für Demonic. Also nicht nur für die lange Meta, sondern auch nach jedem Demonic-Winner. Das heißt, durch dieses Talent, wenn man ganz normal keine Downtime hat, kann man jedes Demonic-Window von 6 Sekunden, wie es normalerweise sind, auf, ich glaube, 8 Sekunden meistens bringen oder so. Je nachdem, wie viele Procs man hat, je nachdem, wie viel man spenden kann. Spielt sich sehr nice, gerade auf Single-Tide gesehen. Ein Chaos Strike ist zwar cool, aber Annihilation, das in der Meta-Version, ist noch viel more powerful, viel mehr stärker und ist Single-Target in dem Bild auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber ich will trotzdem mal fragen, Keith, was hältst du allgemein vom Demon Hunter jetzt, wo du den Havoc vielleicht auch nochmal angeguckt hast oder auch wenn du vorher schon geschaut hast, allgemein, denkst du, hat Potenzial, ist gut gelungen, liest sich cool oder würdest du sagen, nee, ich worry ist es dann doch eher für mich? Also für mich ist es sowieso worry, aber Demon Hunter unfassbar stark, also um Ponky zu zitieren, alles gibt Damage, alles ist geil. Also die haben in dem Talent Tree einen unfassbar guten Spagat geschafft zwischen dem Momentum-Build und den Blade-Dance-Talenten. Also wer sich an den Sanctum Demon Hunter erinnert, weiß, dass man da auch Momentum gespielt hat, aber dort Blade-Dance so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Man hat Blade-Dance halt nur ein Two-Target benutzt, wenn man in der Meta war und auf Three-Targets, wenn man nicht in der Meta war. Also im Single-Target eigentlich fast gar nicht. Und man hat durch die I-Beam-Talente auch viel mehr Rage, die man spenden kann. Also die haben alles richtig gemacht, würde ich fast sagen. Sieht für mich ganz stark danach aus, ehrlich gesagt, als wenn vor allem beim Havoc-Demon Hunter hier einige Sachen richtig gemacht wurden. Auf jeden Fall gerade der Class-Tree selber sieht unfassbar stark aus.
Aber auch der Havoc-Tree birgt so einiges an Potenzial, vor allem mehrere Build-Versionen und viel, viel Synergie und Stat-Values. Gerade wie du erklärt hast, dass basically Demon Hunter keinen Stat hatte, abgesehen von Versa. Ich finde, das gehört auch so ein bisschen zur Class-Identity und ich glaube, da kann man coole Sachen mitmachen. Freut mich auf jeden Fall, dass das so gut gelungen ist und ja, die Zeit rennt. Heute Abend haben wir ein volles Programm, deswegen darf ich mich auf jeden Fall bei euch beiden, beziehungsweise vor allem bei Ponky jetzt an dieser Stelle schon mal bedanken, denn Keith bleibt ja noch hier. Ponky, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit und die Mühe gemacht hast, hier ready sein, zu sein für uns und das letzte Wort gilt natürlich dir, falls du noch irgendwas loswerden möchtest. Immer gern, möchte ich auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Leute, die jetzt gerade in Shadowlands Demon Hunter spielen, gerade mit Sinfo Brand, seht es so, als wäre das eine Seifenkiste und in Dragonflight kriegen wir einen Lamborghini. Ja, also, ich kann nur alle dazu aufrufen, probiert den Havoc aus. Er macht super Spaß, er sieht super stark aus, er sieht super useful aus, was Raid M+ alles angeht. PvP sieht auch cool aus. Probiert ihn, spielt ihn, DH-Liebe. Mehr kann ich dazu nicht sagen und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Genau, und Keith, bevor du dich verabschiedest, dich behalte ich noch ein bisschen hier, denn wir gehen jetzt direkt rüber zur nächsten Klasse. Wie gesagt, heute haben wir Full-Stacked-Programm auf jeden Fall, Ponky. Vielen, vielen Dank nochmal. Mach's gut, mein Lieber. Und